Linus in Hopferau. Hier entstehen Seifen und Produkte zur Körperpflege aus rein natürlichen Inhaltsstoffen. Einmalig in Bayern ist die im wahrsten Sinne des Wortes transparente Produktion. Hinzu gibt es immer wieder Vorführungen für Gruppen. Die durchsichtige Glaswand bringt dabei im Grunde genommen das Kernanliegen von Seifensieter Dietrich Zarnack auf den Punkt. Wenn ich ein ehrliches Produkt mache, dann sollte ich kein Problem haben, den Kunden mit einzubeziehen. Der Kunde, der soll einfach wissen, was ist in meinen Seifen drin, wie entsteht die Seife, er soll mir zuschauen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch das geht auch mit um das Vertrauensverhältnis. Der Kunde verdient einfach Transparenz. So können Besucher nicht nur bei der Herstellung von Seife zusehen. Sie erfahren auch einiges darüber, auf was man beim Einkauf so achten sollte. Einige Zusatzstoffe, vor allem bei billigen Produkten, stehen im Verdacht, der Haut eher zu schaden als zu nutzen. Mehr als 20 verschiedene Seifensorten sind bei Leovinus ständig im Programm. Jede mit einem individuellen Look und feinem Aroma. Dazu kommen noch Rasierseifen, Shampoos, Badesalze und vieles andere mehr. So unterschiedlich sie auch sein mögen, eines haben sie alle gemeinsam. Sie entstanden in Hopferau und man konnte bei ihrer Herstellung vom ersten bis zum letzten Produktionsschritt zuschauen.